Ja, hey, willkommen, mein Name ist dann die RollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces. Ja, habt ihr Bock auf Nebenquests? Ich auch nicht. Egal, ich mach's ja trotzdem. Oh, Lehmklumpen, geil. Es mag zwar so aussehen, als hätte ich mich seit dem letzten Part jetzt nicht so weit weg bewegt, aber wir haben in Wirklichkeit wieder eine Woche später und ja, da ist schon wieder ein bisschen viel passiert. Unter anderem habe ich diesen Typen ja, den hier, voll hier fertig gemacht mit den magischen Katars, noch ungefähr 22 Versuchen. Guck mich nicht so an, ich habe gewonnen. Und ja, bei der Siegerehrung habt ihr nicht viel erlebt. Der hat irgendwie sowas gesagt wie, du kennst dich gut mit Katars aus. Und Pascal so, danke. Und dann war's das. Dann haben wir die Kostümtitel bekommen, die wir dafür freigeschaltet bekommen haben. Und nicht nur das habe ich freigeschaltet, ich habe alle möglichen Titel noch freigeschaltet. Ganz kurz, ich das meine. Mir fehlen noch ungefähr 4 oder 5 pro Person. Also ja, das haben wir bald schon erledigt. Obwohl einige können wir gar nicht erledigen. Weil zum Beispiel bei Sharia hier, jetzt hier auf der oberen Seite ja voll viele Titel hier empfehlen, deswegen glaube ich, die sind alle irgendwie so für ja, Nebenquests oder so. Also man muss Nebenquests erledigen, um den Titel zu bekommen und so. Deswegen jedenfalls hier zum Beispiel Art und Klingen Maestro, Ass, Virtuosen und so. Da fehlt noch ein Titel und zwar den man auf der Restaurant bekommt. Yay. Da werde ich das bestimmt dieses Mal nicht schaffen. Und ja, weiß ich nicht. Ich werde erstmal, bevor ich das gibt da, dass euch die ganze Zeit anlächelt, anklicke, erstmal Folgendes zeigen. Ich habe mir ausnahmsweise sogar mal Notizen gemacht für die nächsten letzten Parts, die ja wahrscheinlich irgendwann kommen werden. Ich habe nämlich ein paar magische Katars gefunden. Ich glaube, sie war die erste. Haben notiert, wo ich sie gefunden habe. Und überall. Phileas Katar Nummer 3, die ist glaube ich aus Tales of Destiny, die Charaktere sind ja hier nach den Titeln sortiert. Die habe ich auf der Westlandstraße gefunden. Dann haben wir ja Gas Katar aus Tales of Destiny, nehme ich mal an, auf der Nordlandstraße. Also alles bei diesen Glitzerpunkten habe ich die gefunden. Wen habe ich noch gefunden? 6, ja, Chelsea. Weiß nicht, aus Tales of Destiny. Sind irgendwie viele Charaktere so. Also ich weiß gar nicht, wo ja der nächste Teil anfängt, gleich gesagt, aber naja, ich weiß, dass der ja noch in Tales of Destiny glaube ich vorkam, aber sie kenne ich jetzt nicht. Auf der Landstraße Grail Side, ich gucke die ganze alles von meinem Laptop, wie ich mir halt notiert habe, dann habe ich dir gefunden, Liliths Cutter auf der Strata Wüste im Westen, dann Strata Wüste im Norden habe ich ihn ja gefunden. Jetzt muss ich mal kurz runter scrollen. Soweit. So. Fendel Gebirgspass. Der Zahn vom Maus, ja, da habe ich den gefunden. Tenos Cutter, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Die Gatte habe ich irgendwie noch nicht gefunden. Hier, ihn, ja, genau, ihn habe ich noch gefunden. Carol aus dem unberührten Schneefeld. Dann unerforschtes Sandgebiet habe ich ihn ja gefunden. Raven. Auslösung des Ferger, wenn ich mich nicht irre. Dann ganz weit habe ich hier unten Riegel, den habe ich glaube ich gekauft, oder? Im Barona Shop, genau, im Barona Shop. Keine Ahnung welchen Rang, aber irgendwo habe ich ihn da gekauft. Also verkauft von Roten. Und dann noch 4 Stück, ja. Hier Anis, aus Tales of the Abyss, genau. Er soll die den Brief an Espel geschickt hat. Die habe ich im Juliberte Shop geholt und dann weiß ich nicht, wo ist 58 hier magische Katar Nummer 58, die habe ich irgendwie, boah, wie heißt die schon mal, Sapli soll irgendwie vom Gasthaus, war also ein Glitzern mitten in der Stadt, da habe ich die gefunden, habe ich ehrlich gesagt schon ein bisschen früher gefunden, habe ich aber nicht aufgehoben, noch mal wollte irgendwann mal onscreen aufheben, aber jetzt ist ja was da passiert ist. Und 90 habe ich auch noch gefunden. Hier 7 Melzkatar. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Spiel sie ist. Und die habe ich. Ach, bei der Katzkorn habe ich die bekommen. Weil ich eine Fliege als Auftrag abgegeben habe. So. Okay, jetzt habe ich schon 5 Minuten verschwindet und sehr viel mehr kommt jetzt auch nicht hier in diesem Part vor. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nur das gibt hier an. Siegesgarantie. Finally, complete and total victory! You did a great job mimicking those characters. Yeah, you did too! I think. To be honest with you, I was kind of surprised to see you get so excited about a game.
I know, right? Oh my gosh, you and me are totally seeing eye to eye today. Because we usually don't? I wasn't aware you felt that way. And somehow you proved to be a winning combination. Okay, so viel dazu. Ah ja, ich soll vielleicht mal gucken, was ich dafür bekommen habe. Und zwar einmal, ich glaube, hier war das. Hier, Großpirate mal einmal. Kostüm von Tales of Vesperia. Und zwar als Patty. Und hier Zauberbiene. Das ist von Rita aus Tales of Vesperia. Ich habe nebenbei auch mal einige DLC-Kostüme hier aktiviert, weil mir jetzt aufgefallen, Richard ist ja nur im Future Arc verfügbar, deswegen sollte ich auch mal die Kostüme, wo er drin vorkommt, auch alle mal benutzen. Deswegen zeige ich dir jetzt mal alle durch. Und zwar nehme ich einmal hier von Tales of Vesperia, habe ich gerade gesagt, Rita. Dann habe ich noch die ganzen Schul-DLCs aktiviert. Na, einmal Schulkarten. Weiß gar nicht, ist ja eigentlich eine Kampfmusik, natürlich, ne? Ja, Kimlaska Prinzessin, das ist das DLC von den früheren Tales of Charakteren. Also von Talia aus Tales of the Abyss. Weiß nicht, soll ich damit mal rumlaufen oder so? Keine Ahnung. Ich laufe ja sowieso nicht mit Chavi herum. Ja, bei Espel habe ich. Den hat man ja schon vorher durch diese Katar Level 1 freigeschaltet. Dann hier einmal den Schulhof-Schönling, auch Schul-DLC. Grimmler Schwertkämpfer, den hatte ich glaube ich. Den hatte ich nicht vorher, den hatte ich auch per DLC. Und Aufstreben, der war. Ja, das war der Dingens hier, DLC-Bonus. Ich weiß noch genau, ja. So, dann haben wir. Bei ihr hatte ich sogar satt noch. Weil wenn ich die Kostüme am wechseln, ändert sich auch das Kampfthema und ja, ich mag einfach Tales of the Abyss Kampfthemen. So, das war mir Großpiratin von Tales of Vesperia, Patty, die nur in der PS3-Version vorkam. Verdammt! So, Mittelstufen, Maskottchen, einmal die Schulklamotten von Sophie. Und geldgierige Realistin hatte ich ja auch schon vorher, ne? Ja. So, nein, ich denke jetzt hier Star der Stadt haben wir jetzt. So, Pascal haben wir auch. Oberschulenstreber. Schul-DLC und wirre Wissenschaftlerin. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich glaube, irgendeiner aus Tales of Destiny oder Destiny 2. Ja, dann haben wir Hector Hengstinger. Okay, Hengstinger. Bäh. Einmal Schul-DLC von Malik und Gerissener Vagabund. Das Kostüm von Raven aus Tales of Vesperia. Ja, bisschen so angehen mit meinen ganzen DLCs und so, ne? So, oberster Gangaufseher, die Schulklamotte von Hubert und Imperialer Ritter, Tales of Vesperia von Flynn, glaube ich. Ja, er sieht so aus wie, wie Guy aus Tales of the Abyss, deswegen konnte ich mir ihn so bemerken. Da so, Privatschulen, Schnösel, das ist der Schul-DLC und Corona Adonis, das ist von Zellos aus Tales of Symphonia. Massierter Schwertkämpfer, den hatten wir, glaube ich, schon vorher, ne? Ja, okay. Nein, du bekommst hier König von Video. So, nein, man hat auch mal erledigt, wo wir jetzt nichts irgendwie gemacht haben. So, dann habe ich mir noch notiert, wo ich einige Skills gefunden habe. Gehen wir die jetzt auch mal alle durch. Ich habe auch Juliberte. Da ist eine Kreuzung ist von dem Präsidentenpalast. Habe ich eine gesehen, wenn ich mich irre. Natürlich irre ich mich nicht. Also heißt notiert, Mann. Weil da irgendwann müssen wir die auch noch irgendwann alle hier so über den Haufen bringen und ich weiß nicht, ob die irgendwie Future Arc only sind oder nicht. Und für ein paar Titel braucht man ja auch eine gewisse Anzahl von Dingens von Skits, deswegen können wir die auch schnell machen. So, hier ungefähr war das. Ja. Malik's Klage. Are you afraid of meeting the president by any chance? Brother, ja, nimm es mal den Freund. Please, go about your business. It's okay, Hubert. I understand how you feel. When I get home, Mom will go right back to pestering me about marriage too. I understand why she is impatient. You're the Lord of Lant. Marriage makes far more sense for you than for me. But I thought you of all people would have my back on this. She always complains in her letters. As Bell, will he never step up to his responsibilities? But that's why. Yes, I know, it's the same old story. It's because of Sharia. You need to tell her instead of chickening out all the time. Like you're any better. You two are blessed. Marry now, while people are still urging you to do it. Captain?
Because when you reach my age, nobody will talk about it at all. I see. Irgendwie nicht. Gut. Irgendwie reißen sich doch immer noch alle Mädels aus irgendwelchen Gründen um. So, Zerwert. In der Gasthaus, ja klar. Und versuchen halt hier von 5 Meter Entfernung alles zu lesen von meinem Laptop, obwohl er eigentlich direkt vor mir ist und ich einfach nur den Kopf so nach vorne strecken kann. Ungefähr so. Habt ihr gesehen? Okay. So, Kriegslegenden. Captain Malik, can you tell us a story about your past? About me? Oh, I don't really have any interesting stories. I want to hear one too. You grew up here in Zafhurt, right? Hmm, an old story, huh? Well, there's one I remember when I see falling snow. It's about the day I met Kurt. I had taken my father's gun outside with me. We lived in a world of kill or be killed, where one could be attacked before he even spoke. Everyone had to protect and fend for themselves. Goodness, the city sounds dangerous. Anyway, I went to my favorite store, and that's when I saw him. You mean... Kurt? Right. The instant I laid eyes on him, I knew he was different. And a bitter sense of rivalry began to burn deep within me. I knew that if I didn't take him down, he'd just take me down instead someday. We stared for an instant, and then I drew my gun. But the trigger was stuck fast, and I wasn't able to pull it. A narrow escape for the both of us, was all he said. If we had kept at it like that, who knows what would have happened. Wow! And that was the story of Malik Caesar's third winter. You were 3? You must have been at least 20. Who said anything about 20? That was great. There's plenty more where that came from, like the time when I was 5. I can't take this anymore. Oh mein Gott, ey, Mann. Voll verblödet, ey. Mein Gott, was ist aus denen geworden in diesem Arc? Okay. Ein knappes Entkommen für beide von uns. Stell ich mir so gerade vor, so Baby Kurt irgendwie, was heißt ja Baby Kurt, aber kleiner Kurt irgendwie auf Malik so abfeuert. Mit so einer tiefen Stimme. Ja, Lovely Soul. Katar-Tür. Was hab ich mir denn da? Ach so, ja, das eine Skit, was ich am Anfang habe. Barona. Ich bin meinen eigenen Pizzen nicht klar. Barona habe ich gewonnen. Ah ja, von der Ritterakademie und vom Waldkriss, genau. Na gut. Vor der Ritterakademie oder in der Ritterakademie? Ja, okay, die Maske von Barona. What should I do? What's wrong, Asbel? I just remembered I left 500 gold hidden behind a ceiling panel in my room at the Knight Academy. I'm sure they assigned the room to another student by now. So I can't just bust in there and grab it. Man! Oh, no. Then there is but one recourse. As Asbel's true friend, I must recover it. But I would attract too much attention dressed like this. Of course. This will do nicely. What? Now that I think about it, 500 gold isn't all that much money. I'll just give it up. It's too soon to give up. Huh? Who are you? Damn, I forgot to get the money. Oh well. I am the man your friend Richard entreated to recover your gold. They call me the Mask of Barona. Unfortunately, I was unable to retrieve your money. But I did manage to recover this. Huh? It's a book. I bid you good day. Oh my gosh, Asbel! Where did you get that... that garbage? This? No, it's not mine! Garbage? It feels good to help people. Oh mein Gott, ey. Das kannte ich gar nicht. Und zum Teufel. Okay, was ist mit Richard im Future Arc passiert? Was ist mit Malik und Richard passiert? Die sind doch einfach... Oh Gott. Die Maske von Barona läuft jetzt ja auch noch herum. Ich... Warum denn auch nicht? Vor allem, wie kann er denn mit den Klamotten getarnt sein? Ich verstehe ja nicht. Ich meine, es müsste so verpeilt sein. Oh mein Gott. Okay. Balkness ist krumme.
Bruder im Geiste. This reminds me of when we traveled around Barona as children. Oh yeah, I remember that. I pretended to be your older brother, Tiger Festival. Yeah, my naming sense back then was kind of, pathetic. But I could come up with a much better name for you now. I fear I must decline. Richard seems to suit me. Asbel, do you still wish you had an older brother? That's right. I used to think about that when I was a kid, didn't I? Oh well. Then you can call me your brother. Huh? Like, out loud? Well, if you really want me to. Brother. Yes, Asbel. It's kind of embarrassing. Maybe I just need to say brother the way Hubert does. Yes, that's more like it. Try it again. Brother. Good. Brother. Nice. They've lost their minds. Ja. Ach nee, ja, Richard schon lange irgendwie. So, und in Warbrook. Mein Gott, passiert gar nichts hier in diesem Part. Mein Gott, keine Kämpfe, gar nichts. Wo ist Warbrook? Ach ja, das ist, glaube ich, hier, ja. Kann ich jetzt Schloss Baron teleportieren? Sei einfach nett, denn. Okay. Habe ich mir notiert, Warbrook rechts. Also irgendwo hier rechts war so ein Ding, glaube ich. Ich glaube hier. Jo. Frucht der Blüte. Oder Blüte? Sophie, gibt's das noch? What are you looking at? Look, Asbel. It's a Sopharia sprout. Huh? Oh, hey, look at that. You're right. You have a good eye, Sophie. I'm surprised to see a Sopharia in a place like this. There aren't many flowers around here. I wonder. Could the blossom gale we saw together be the source of this sprout? Yeah, I think you're right. It has to be. So sprouts just like this one could be coming up in many different places now. And one day the whole world might be full of Sopharias. That would be wonderful. I guess so. Maybe they'd even start sprouting out of people's heads. Okay. Sophie, this is getting a little... And then one day they'll all start talking. How fun. Das wäre gruselig. Actually, that would be terrifying. Das wäre ziemlich gruselig. Okay. Ja, ich glaube, was anderes habe ich mir jetzt nicht notiert. Ja. Oh ja, boah. Die Katzkorner. In der Katzkorner habe ich irgendwie eine Truhe gefunden, mit dem Passwort verschlossen war. Und den Hinweis habe ich auch schon gefunden. Das war irgendwie so ein Karussell da. Der Kompass am Himmel, also der Name vom Kompass am Himmel. Und ich habe keine Ahnung. Hier nochmal. Doch, warte. Warte, lass mich nochmal. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, der ist Poselos. Wurde das überhaupt schon erklärt? Ja, ich meine Dingens. Als wir mit dem Luftschiff das erste Mal durch diese Aquasphäre durchgeflogen sind, da meine ich, hat doch erst gesagt, das ist also Poselos. Ich glaube, so heißt das Ding. Wurde aber irgendwie anders noch auch mal erwähnt. Weil sonst habe ich das Gefühl, ich erwähne hier schon irgendein Zeug, was gar nicht erwähnt werden sollte. Okay. Hier bringt sie Ruhe und irgendwo hier war der Tipp, glaube ich. Oder was hier? Habe ich den Tipp nochmal gefunden? Trank des Lebens, yay. Auf den Tipp noch mal gefunden. Na, ich habe keine Ahnung, wo ich den Tipp noch mal gefunden habe. Kann doch nicht sein, Mann. Ist da irgendwo hier gewesen sein? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, irgendwo. Ich habe auf jeden Fall herausgefunden, hier der Kompass am Himmel. Deswegen gucken wir mal, ob dieser eine Ring ist, der ja Ophinia umgibt. Ha! Ohne Sanduno. Boah. Oh Mann. Er hat es auch voll gebracht. So, ich muss mal gucken. Aber im Katzkorn kann ich nicht im Gasthaus nachgucken.
da was Neues kommt auf der Weltkarte, deswegen muss ich hier mal hin und wieder mal nachgucken. Ja, baronische Klingen. Baronische Klingen, kann man die nicht ganz am Anfang kaufen? Gehe ich wahrscheinlich auch screen erledigen. Best. Und ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Ist eigentlich eine lange Folge gewesen. Ist auch nicht sehr viel passiert, gebe ich auch zu, aber muss ja auch sein. So, und dann werde ich mal gucken, was ich in der nächsten Folge mache. Entweder noch ein paar. Ich will mal gucken, ob ich einige Nebenquests noch machen kann. Aber ich weiß nicht, ob man die auch im Future Art machen kann. Deswegen werde ich erstmal ausgehend vorher nachgucken und dann sehen wir uns dann höchstwahrscheinlich da wieder oder im Kolosseum. Also je nachdem, was eher der Fall ist, werden wir uns da und da wiedersehen. Deswegen sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.